Ja, und hallo liebe Leute, wie ihr seht, spielen wir jetzt ein neues Spiel, Diablo 3. Und wenn die beiden jetzt gleich hier reinlabern. Ja, genau, da ist der Panikbeule schon. Gleich der Grollo noch und genau, hustet ein bisschen rein. Ich habe nämlich leider es irgendwie verkackt hier aufzunehmen, also meine Stimme. Deswegen vertone ich das jetzt nochmal nach, während ich mir das Video angucke. Wir gehen da gerade durch, das können wir alles nehmen. Männlich, weiblich, baba, Kreuzritter, bla bla bla. Und jetzt überlege ich, glaube ich, gerade. Du hast halt nur einen anderen Kopf. Genau. Genau, ich überlege mich gerade, ob man den irgendwo noch verändern kann, aber das geht nicht. Also. Ja. Jetzt überlege ich mir einen Heldennamen. Wie nenne ich mich denn? Der Ork von Morg. Morg. Der Ork von Morg, das wäre doch ein guter Name. Ich glaube, ich nenne den einfach nur Ork vielleicht. Ja, war witzig. Nein, wir machen einfach Morgul. Orca, ja, Orca wäre auch gut. Aber Morgul ist noch da und so heiße ich halt. So, ja, jetzt sehen wir hier die neuen Features. Ist aber uninteressant, einfach weiter. Okay, ja, und schon sieht der Charakter ein bisschen anders aus. Jetzt weiß ich gerade, wie ich den dann beiden einlade. Unten rechts. Genau, so guck mal hin, Jan. Unten rechts geht das. Danke, Grollo. Annehmen. Genau, oh Gott, du warst sogar frei, ich auch. Was passiert? Hallo. Oh, das wird interessant. Ja, ist der Grollo. So, jetzt einfach Spiel starten, aber nein, wir wollen natürlich noch was einstellen. Das ist das so komisch. Also Kampagne, Angst. Können wir nichts ändern. Wow, Nikotin. Nikotin? Nikotin, hast du Nico, als er noch jung war? Was? Der war gut, Grollo. Was? Ja, was? Okay. Ach, Schwierigkeit einstellen, genau. Irgendwo. Und ich wollte nur noch einstellen hier mit den Optionen für die... Rechts. Genau. Ja, lang ist das haben wir aber alles richtig, alles hoch. Welche Schwierigkeit ist das so, jetzt? So, jetzt geht's um die Schwierigkeit. Normal ist es gerade. Normal, das da ja. Genau. Das ist ja, das ist ja neu. Machen wir normal hier. Nein, der ist jetzt neu. Nein, wir machen mehr als normal. Mehr. Unter Einstellungen. Mehr als normal. Da, genau. Machen wir einfach. Genau. Ja, wir sind drei. Wir sind drei Leute. Der Nico ist ein alter Rollenspieler. Ich natürlich wieder zu. Das ist immer noch normal. Ja, richtig. Nee. Deswegen mache ich jetzt mehr als normal. nicht noch mehr als normal. Ja, Profi machen wir also nicht. Gut, dann machen wir einfach schwer. Speichern diesmal. Ja, privates Spiel und können wir einfach Spiel starten jetzt. Geht's. Mein Bild hängt. Aha. Ich hätte auch gerne Nikotin. So, jetzt kommt gleich eigentlich das Intro und die beiden können natürlich nicht ruhig sein. Stimmt, da ich mir noch eine Packung hole. Er stinkt. werde ich gleich einfach. Eine Stimme. Ah, drei. Ja, jetzt. Wo ist denn Nico eigentlich? Jetzt sind die beiden schon im Spiel und ich noch nicht. Blast aber die sehen mich natürlich da schon stehen. Hi Nico. Ja, jetzt musst du nur noch so reden. Ach, du bist doch gar nicht da. Hex, Hex? Nee, ich bin noch nicht da. Nimm das, Baba. Die Heck, die Zauberer, stimmt. Genau, und so musst du nur noch reden. Okay. Oh nein. Ich bin eine Zauberin. Ja, und jetzt gibt gleich das... So, Intro. Alle ruhig sein. Hab ich jetzt gesagt. Ich bin nicht bei das liegt daran, wenn du es noch runterlädst quasi. Alle ruhig sein, jetzt. Ich bin der belanglosen Kämpfe müde, nach denen ich früher so hungerte. Ich ziehe umher, verstoßen, während mein Volk die Götter verflucht, die uns verlassen haben. Unsere Heimat liegt in Trümmern. Und doch bleibe ich standhaft. Vor 6 Tagen traf der fallende Stern die Stadt Trestram. Kurz darauf erwachten die Toten. Was ist das für ein Teufelswerk? Könnte es das sein, was ich all die Jahre suchte? Ein Feind, der meiner Klinge würdig ist? Kritische Trefferchance. Natürlich konnten die beiden nicht ruhig sein. So, jetzt sind wir hier im Spiel. So sieht das dann aus, der Hochweg, Koop-Spiel. Mal getreten, da sind die beiden, der Panikbeule und der Grollo. Oder die. Such dann meinen Kippen auf dem Boden, deswegen sehe ich ja so rum. Grolline? Ja, ich sehe den Namen nicht. Da steht nur die Grollo. Hab ich vergessen. Margrilla. Schön. Ja, ich bin der Hex. Ich war noch nicht fertig. Was ist jetzt bei Defensiv? Lebensregeneration, ne? Defensiv, ne. Das heißt, skillen die schon? Das heißt, defensiv würde ich wieder gegen eine Schadensart gehen. Ja, nimm das, nimm das. Ja,
So. Auf Leben. Ja, ja. Leben und Widerstand. Und ja, ihr seht, die beiden haben schon ältere Charaktere, deswegen. Machen die erstmal alles direkt fertig, wenn ich hingelaufen komme. Da habe ich Leben passieren. Pro Treffer und Ressourcenreduktion, würde ich da nehmen. Ich wollte eher auf Ressourcenreduktion gehen. Hauptmann Rumford, wo ist hier Kollege? Wartet auf mich, ich bin nicht so schnell. Ja, kurze Frauen bei. Hallo Jungs. Ich suche nach dem gefallenen Stern. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlegung. Ich will auch mal sagen. Lea. Ich kenne übrigens die Synchronstimme. Ihr solltet mit ihr sprechen. Ich habe mittlerweile nachgeguckt. Hauptmann Rumford, da sind noch mehr. Ich habe so eine Ahnung. Wir werden die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Wow. Nicht genug Wut. Es kommen immer mehr. Level up. Lachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Oh ja, stimmt. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Mach ihn auf. Ah, ihr macht ihn ja langsam und schlagen uns gar nicht. Wir kämpfen. Ja. Komm, du dickes Stück Fleisch, beweg dich. Suchen uns heim, seit das verfluchte Feuer herabkam. Wir müssen sie verbrennen, nur um sie jetzt gibt's ein Barbecue. Sie sich nicht aus ihren Gräbern erheben. Natürlich voll das Storytelling gerade. Die machen wieder nur Blödsinn. Hammer. Aber das, naja, das wird immer so sein. Hammer, voll der Hammer, Creep, der genau, Hammer. Ja, du bist ein Creep. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Die Kirche von Chakarum ist in Ungnade. Das ist Chakahuhn. Ich will hier rein. Ah ja, hier bin ich. Und jetzt ist der Tod. Warte mal auf den Storyteller. Labern sie. Aber die beiden wissen natürlich, was lang geht. Ah, erstmal nur. Ich geb erstmal daneben. Erstmal ein Bierchen hier. Ja, wird man erstmal schön eingefroren, wenn man reinkommt. Herr Ober. Seid ihr leer? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern. Er hat einen Heiltrank nur. Was ist das für ein scheiß Gebräu hier? Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Kane in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden. Doch die Toten erhoben sich bereits. Kein Bier da, nur Heiltrank. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Was ist mit denen los? Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln! Oh Gott. Für die Wirtschaft. Das ist natürlich genau in dem Moment gucken, wo die sich verwandeln. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand... Philipp, im lass uns mal unsere Paragon-Punkte rausnehmen, bitte. Schätze, für die ihr keine Verwendung habt. Wir sind sonst zu OP. Mach einfach was zurücksetzen. Ja, geh ruhig. Wir warten hier. Dann nehmen wir uns endlich, dass sie zu viel kaputt machen. Das ist sonst so viel Kacke, wenn wir da alles wegrocken die ganze Zeit. Seit 6 Tagen werden wir nun schon bei ich werde mich mal jetzt zu den Leuten legen. Hallo. Man Rumford und die anderen man kann sich legen. Ich sage ihnen, sie sollen nicht aufgeben, aber... greifen nach denen, Jungs. Wenn ich bald Hilfe eintrifft. Cyclopsine. So, diese Tagebucheinträge, die lesen, die werden immer vorgelesen. Aber das passiert sehr häufig. Hast du keine Untertitel an? Das ist immer Lea mit Haaren. Okay. Und dann labern die halt immer rein, das habe ich denen gerade auch gesagt, deswegen kommen die ganze Zeit so. Ich habe Marco okay. Hat die dicksten Arme. Da dachte er sich erstmal kaputt. Guck mal, das süße kleine Schild aus seinem Rücken. Ja, Masturbator. Masturbation. Masturbator. Deswegen die dicken Arme. Ich die skippen. Er hat versprochen, hat einer geskippt. Sie macht ein Geräuschreichkeiten hervor. Ich bin auf das X gegangen. Sie greifen die Barrikaden an! Ich hasse diese X-Idioten immer. Mehr Wut! Tja. Wir sind immer gleich stark. Ich bin immer rausgenommen. Bist du jetzt Ja. In den Ruinen der Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Eine von diesen Müttern. Los, wir gehen Milfs umhauen. Oh, jetzt haben wir auch ich hab mir auch mal ganz nackt rum. Ich hab eine Hose. Das sieht man gar nicht. Ich hab auch eine Hose. Wie es ja aussieht, ey. Die Frau, ja, die aussieht wie Schneewittchen. Der riesen Fleischklops hier mit dem Oberarm. Und der Masturbator. Ja. Masturbator. Oh, Mama. Ich werde nie vergessen, neues Wissen, da unten wie leuchtet. Ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlurfen sah.
unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt. Hm? Ich brauche ein Buch. Hier rechts, rechts, rechts. An die Lehnen, das ist eine Mutter. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Oh, ich hab euch gestellt. Neue Fertigkeit. Nico. Was doch? Ja, ich bin doch gleich hier. Das war kaputt aus. Ja, kaputt aus. Ja, hier oben. Ich komm ja schon. Da ist er wieder. Bleib mal ruhig. Nicht ja, genug Wumme auf die Karte. Die Spinnen werden Jubel. Sie auffressen. Wirft er erstmal so. Glaub ich Spinne. Der war das. Oh, guck mal, ich hab was Rot-Schwarzes an. Wie gefällt euch? Voll sexy. Warum hast du was Neues zum Anziehen gefunden? Ich hab nix. Weil ich eine Frau bin, ich finde immer was zum Anziehen. Komm mal ran, so mit Z, ne? Ah ja, mit Z. Z kann man ranzoomen, dann zeige ich dich. Ich weiß nicht, wie du aus einer Axt in der Hand. Ah ja. Kann man noch eine Waffe ausschussen. Du kannst auch Schwert und Axt tragen, wenn du willst, ne? Ich hab ja gesagt, dass ich gleich noch beide tragen kann. Oh. Yeah. Und dann? Jetzt mach ich das auch. Bäume und Menschen in Acht nehmen. Und da kann ich verbessern. Reinschuss. Ich brauche Wut. Ja, nimm das fast. Ich brauche Wut. Am besten ist der Dämoniker. Ich hab nicht genug Hass, um das zu tun. Ja, das geht nicht. Wir müssen alles abgrasen. Mehr Wut! Ja, hier geht's in den Boden runter noch. Der Barbar ist außer Kante und Wand. Stopp, Barbar! Stopp, Barbar! Barbara! Aber Papa! Barbara! Wo willst du denn hin? Die Aufgabe ist erfüllt. Ja, oh yeah, Kreaturen können nun ruhen. Nico, hör doch mal auf, wenn er auf den Boden hier ist. Erstmal der Brunnen, der liegt auf dem Weg. Ja, ja, warte mal, den nehmen wir gleich mit. Den nehmen wir gleich mit. Ja, erstmal unten. Hier ist noch ein großes Gebiet. Du siehst ja immer ungefähr, wo du hin musst. Und dann läuft man vorher das ab, wo man nicht hin muss. Vielleicht ist da auch gar nichts. Aber hier ist die Leiche eines Abenteurers. Der hat Gold dabei. Gold. Und in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahrt. Nicht genug Wut. Bergleichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Stopp. Halt, Hundis. Halt, Sitz. Ja, feine Hundis. Ja, seid ihr nette Hundis. Posthundis. Abstoßen, annehmen. Ja, hast du auch einen Knüppel? Ja. Ab in den Brunnen. Hui, hui. Hier liegt schon mal Geld rum. 10 Euro. Mehr Wut. Ja, irgendwo ist ein Geld. Hey, jetzt aber. Das Gold steht? Im Uhrzeigersinn. Ja, aber egal, hier liegt Gold. Da lebt noch was. Ja, aber das Gold. Ich hab gerade mal vorbei, falls du was hörst. Bin ich falsch abgebogen? Ja. Da liegt doch Gold. Oh, mein Hund ist noch was gefressen. Gold. Oh, Zyklops, ey. Passt wie bei Elite Gold, hier. Gold. Ich bin Geld, Gold geil. Oh, ein toter Dorfbewohner, den ich noch nicht gelootet habe. Der hat fallen lassen. Ich auch nur noch Gold. Ja, bei mir nicht. Super. Blaues Schwert. Awesome. Ja, bei mir auch nicht. Ja, toll. Oh! Ich hab hier alles Schönes. Oh, neue kleiner Schuhe. Ja, aber war viel drin. Guck mal, ich bin auch so ein kleiner Krieger. Hey. Oh, ich hab einen Gürtel. Guck mal, ich bin Krieger. Ich hab ein Schild und ein Schwert. Ja, ich hab Gold einen Bogen gefunden, den kann ich aber nicht benutzen. Den letzten Cent kommt sie an. Ich mag alles, was glitzert. Ja, und das war's schon. Ja. Da können wir nach oben gehen. Scheiß Wasserqualität. Ja, jo, hier liegen noch 12 Euro rum. Und hier kann man noch in die Scheune rein. Und hier kann man noch hier. Genau, und hier rein.
Alle drin? Post kaputt. Oh, gelber! Alle drin. Ich brauche Wut. Hat er das fallen gelassen? Ein Gürtel. Oh, eine Rüstung. Ja, eine Truhe. Mit und noch ein Gürtel, der mehr Heilung hat. Guckt mal, ich habe ein Schwert. Ja, auch ist alle Krieger. Kann man die anziehen? Nee, das ist ein Handwerksmaterial. Ich bin eine Kriegerin. Hier oben noch kaputt. Je weniger kleine du steigst, desto mehr Rüstung an. Und wie war das Verhältnis? Haltung. Scheißliche Mutter. Noch eine scheißliche Mutter kaputt. Oh, was ist hier los? Das. Okay. Ja, awesome. Awesome. Ich hab jetzt die Feuerfledermäuse. Nice one. Das tut mir leid. Feuerfledermäuse. Die kriegt man doch nicht so schnell weg. Hier ist noch ein Keller, ne? Ja. Und? Hier oben sind noch Gegner. Und ganz viele Oberflächentexturen. Oh, 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 eine Mutter. Obermutter. Tötet sie. Na Keule. Let's escalate quickly. Eine Mutter. Das ist immer die Mutter. Das ist mal fertig. Laufen wir noch an den Rest hier ab. Den Brunnen noch hier, ne? Das ist das. Der Keller. Boah. Ja, wir laufen noch. 5 Milliarden auf dem Stamm von Bill Gates. Überall herrscht Chaos. Und in der Stadt heißt es, Lachdana habe den König getötet. Bill Gates Tag. Wenn es denn nur stimmt. Dann könnten unsere Tage und Nächte der ständigen Angst vorüber sein. Gott. Wir haben die gar nicht getötet. Das war eben schon. Was haben die beiden da unten noch gefunden? Ich hab in den Keller. Hallo. Wieder? Genau. Oh, wen habt ihr getötet? Ja. Ah, du bist doch ein Keller. Nicht genug Wut. Sei froh, dass wir kein Paragon mehr drin haben. Das ist ein Deeskalationstraining. Muss ein bisschen ausgeglichener werden. Vielleicht sollten die das auch reinpatchen, dass man auch wütend wird, wenn man die ganze Zeit Kills geklaut hat. Ach ja, genau, das muss man trotzdem noch eine Chance haben. Genau. Genau, ich habe mich beschwert, dass ich immer hinlaufe und wenn ich hinten da bin, dann sind die Leute schon tot. Da kann ich überhaupt nicht genug Wut aufbauen. Und dann meinte dann Grollo halt eben. Das sollte man doch irgendwie reinpatchen, da bin ich auch für. So, und ich sind wir schon gleich am Ende der Folge, was mich sehr freut. Denn dann kann ich endlich aufhören hier nachzusynchronisieren, obwohl das nicht wirklich das synchronisiert ist. So? Das ist jetzt ein Satz? Einfach nur irgendwas. Nee, keine Ahnung. Sicher. Ja, genau. Jetzt verabschieden wir uns. Keine Ahnung, was. Okay, auf Wiedersehen. Also schlechter als das, was ich schon hab. Obwohl die viel mehr Rüstung eigentlich. Irgendwie hängt das Video? Naja, egal. Auf Wiedersehen.